Jo Leute, was geht ab? Flo wieder am Start. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde World of Tanks. Ja, wir sind hier wieder zurück in unserem Werkstattraum. Da hinten wird fleißig geschweißt, wie ich gerade sehe, oder auf jeden Fall sprühender Funken. Ist doch egal, wir wollen hier weitermachen bei unserem Panzer, bei unserer Forschung. Und zwar, wenn ich hier mal drauf gehe, Forschung, das ist mein T3-Panzer. Mein leichter Panzer, genau, und ich möchte hier natürlich weiterkommen. Ich möchte den Vierer haben und dann den Fünfer irgendwann und so weiter. Deswegen muss ich mit dem jetzt ein paar Gefechte spielen, um die spezielle Erfahrung für den hier zu kriegen. Dann kriege ich den irgendwann und dann den. Und dann möchte ich irgendwann hier bei den Tigern landen. Boah, die Tiger 2. Ja, sind schon nette Sachen. Aber ich glaube, das wird noch ein, zwei Tage dauern. Aber damit es nicht so lange dauert, fangen wir jetzt mal an zu spielen. Ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen. Moment, wo muss ich denn dann hin? Ja, auf jeden Fall. Ich markiere den mal eben als Primärfahrzeug. Achso, dann steht er da ganz links, okay. Und ja, dann geht's los. Gefecht, Zufallsgefecht. Ich bin gespannt, wie wir uns heute schlagen werden. Die letzten Spiele, beziehungsweise die Let's Plays liefen mir ganz gut. So. Jetzt haben wir schon ein paar größere dabei. Wenn ich das richtig gesehen habe. Oh. Ein paar Vierer. Ja, ich bin mit der Kleinste hier. Das wird ein hartes Gefecht auf jeden Fall. Wir sind hier auf einer Wintermap. Oder wo es hier ein bisschen fröstelig ist auf jeden Fall. Kenne ich auf jeden Fall noch nicht. Ja, krass, sau viele Viererpanzer. Da muss ich jetzt echt aufpassen, dass ich nicht direkt zerstört werde. Ich bin nämlich hier dann so mit der kleinste Wurm. Ich weiß nicht, was für einen Riesenunterschied das macht, ob ich jetzt ein Vierer oder ein Dreier bin. Ich fahre mir rechts her. Aber wird auf jeden Fall ein Unterschied da sein. Das steht fest, alleine vom Leben. Natürlich kommt es auch auf die Art der Panzer an, das ist klar. Ich fahre mal hier rechts her mit dem McDollar. Bin da nicht so schnell. Ja. Legt der richtig Pin, der Kollege. Der Alpha Seal Crusher. Oh, der sieht aber schon fett aus. Der sieht schon relativ dick aus. Oh, jetzt ist schon zur Sache. Nicht, dass ich hier direkt entdeckt werde. Das wäre nicht so toll. Boah, ey, ich habe hier richtig Probleme beim Hochfahren. Der McDollar hat sich da oben schon mal positioniert. Ich positioniere mich jetzt mal hier so. Man sieht noch nichts. Noch keine Aufmerksamkeit von irgendeinem. Kann man sich hinterm Baum auch verstecken? Oh, da ist einer. Der Mikey wurde entdeckt. Und die kommen da alle über die Seite. Oh, da vorne ist einer. Ein Abpraller? Krass. Scheiße. Ach, da steht noch einer, unser Blue Fox hier. Ja, die holen sich den gerade, das ist gut. Da können wir jetzt hinterher. Schön. Schönes Ding. Gut gemacht. So, dann weiter vorrücken, Freunde. Oh, da kommt der nächste. Okay, da schießen wir zuerst drauf, okay. Ich glaube, jetzt sehen sie mich. Ich komme mal ein Stückchen zurück wieder. Hinter dem Berg. Da kommen welche. Oh, der Blue Fox da oben ist tot. Nicht so gut.
Oh, der fährt hier einfach auf offenem Feld. Was ist mit dem los? Junge, aufpassen. Er kennt da gar nichts. Ich versuche mal jetzt in den Busch zu fahren. Ich denke jetzt, die werden gleich da unter Beschuss genommen, die Jungs. Da geht's schon los. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Das muss wehtun. Sehr gut. Oh, da ist noch einer. Oh, oh, oh. Nein, scheiße, ich komme nicht hoch. Scheiße. Oh, die haben ihn zerstört, das ist gut. Mein Kommandant ist verletzt. Okay, die Kette wird gerade repariert. Das war krass. Der hat uns fast erwischt. Jetzt muss ich aber extrem vorsichtig sein, ne? Bin nur noch bei 50 Leben. Extrem vorsichtig sein, ich fälle erstmal so einen Baum. Oh, da hinten. Da kann man nichts machen. Er steht 8-8, das ist mega knapp, das Match. Hier sieht man aber auch gar nichts, ne? Ich kann hier nicht. Ich kann hier eigentlich nicht zur gegnerischen Base fahren. Obwohl, das ist das Einzige, was sich noch anbietet jetzt, oder? Es steht 10-9 für uns. Da hinten aushelfen. Oder meinem Kollegen jetzt hier die Sicht frei machen auf einen, der auf mich schießt. Da unten sind aber ziemlich viele. Oh ne, das ist nicht gut, was ich mache hier. Ich habe richtig Schiss. Schiss hier entdeckt zu werden. Ich fahre jetzt mal hier hinten rum. Mein Panzer ist auch so unglaublich langsam. Ich fahre jetzt einfach. Ich versuche jetzt einfach die Basis zu erobern. Und wir haben noch 3 gegnerische Panzer. Immer da, die auch sind. Wo immer die auch sein mögen. Ich glaube, die hatten A0. Ich stimme die Basis jetzt hier. Mein Alpha Steel Crusher kommt mit. Auch ein geiler Name. Alpha Steel Crusher. Es kann doch nicht sein, dass hier keiner zum Verteidigen geblieben ist. Sind die denn alle vorgerückt? Ich fahre jetzt vor allem auch relativ blind rein. Aber wir kommen zu zweit, das ist gut. Wir kommen zu zweit. Er ist mich jetzt hier schön vorfahren als Kanonenfutter. Wo sind hier die Gegner? Oh, Scheiße. Ist hier keiner? Da oben. Da ist einer. Aber ich bleib hier schön am Rand stehen. Boah, der hat den auf 17% in einem Schuss runtergeballert. Was ist das? Boah, wie krass. Das hat er aber richtig gut gemacht. Boah, dieser Alpha Steel Crusher, den ich dabei habe, der ist richtig stark. Den macht die hier richtig fertig, die Jungs. Ja, der muss jetzt gleich rauskommen, weil ich hier am Basis erobern bin. Krass. Ja, einfach zerstört. Ja, gut. Hat er gut gemacht. So, da unten ist jetzt noch einer. Das heißt, der wird die Basis wohl nicht mehr so schnell erobern. Komm, da kann man ruhig mal schreiben. Well done. Steel Crusher.
Hat er gut gemacht. Ein Sieg für mich, für uns. Gefechtsleistung. Ich habe dem Kanonenklaus, auch ein geiler Name, habe ich die gegnerische Besatzung verletzt und die Kette. Und hier eine Hilfe bei Zerstörung. Den Penguin. Schaden durch meine Aufklärung. Aha. Okay. Gut. Was habe ich noch so geschafft? Ich habe jetzt nicht so viele Punkte gekriegt. Wahrscheinlich auch, weil ich keine Abschüsse habe und so. Was heißt das denn hier? Großkaliber-Unterstützer. Aha. Okay. Ja, das war jetzt nicht so. Obwohl wir begonnen haben, habe ich relativ wenige Punkte gekriegt. Schade eigentlich. Ich fand mich gar nicht so schlecht. Okay, Gold habe ich gekriegt. Repariert wurde auch automatisch. Mhm. Okay. 453 Sternchen habe ich gekriegt. Ich weiß gar nicht, wie viel ich hier brauche. Ich gehe nochmal in die Forschung rein. Für den nächsten brauche ich... Ach ne, ich muss erstmal hier Motor. Motor muss ich machen. Ich mache erstmal Wumme. Ich glaube, ich muss mit dem ein bisschen länger fahren, ne? Da könnt ihr ja schon nun alles eben zu erforschen, weil der kostet auch so viel. Ich glaube, ich erforsche den jetzt komplett durch. Ich mache den... Ne, Moment. Ich mache erstmal die Wumme. Bitte. Munition konnte nicht nachgeladen werden. Okay, das passt aber. Das ist eingeladen, die Wumme. Ich konnte jetzt auch einfach so... Einfach so einbauen, ohne irgendwelche Voraussetzungen, ne? Was ist das hier? Ein Funkgerät. Funkreichweite 290. 310. Kostet nicht so viel, kaufe ich auch mal. Wenn es vielleicht nicht so viel bringt, aber es kostet halt nicht viel. Den Motor. Kaufen muss ich die Sachen ja auch noch immer. Nur forschen bringt ja nichts. So, kaufe ich auch noch mal. Und jetzt geht meine Gefechtserfahrung auch dem Ende zu. Das heißt, wir haben zwar jetzt gut was eingebaut. Ich werde mal gleich gucken, wie weit sich das unterscheidet. Technische Daten. Blub, blub, blub. 20er Kaliber, 10 Granaten. Mittlerer Schaden 11. 11? Was steht hier dann? Technische Daten. Nee, dann kann man nicht gehen. Geschützt direkt mal. Ja, ich denke mal, es ist besser. Es wird sich danach kommen. Ich weiß jetzt nicht, was genau da jetzt besser ist oder wonach man da gehen sollte. Aber was heißt denn hier Wartung? Ach so. Ach, ich habe jetzt hier so neue Muni oder was? Panzerbrechen. Achso, das sind jetzt für die neue, natürlich für die neue Waffe brauche ich auch neue Muni. Ist klar, ist ein anderes Kaliber. Und dann werden wir nochmal direkt die neue Waffe ausprobieren, Freunde. Ob die jetzt so richtig krass ist oder nicht. Ja, schauen wir mal. Vom Aussehen sehe ich jetzt erstmal keinen Riesenunterschied. So, jetzt sind wir aber wieder nur mit Dreiern und ein Zweier ist dabei. Das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Ich war ja gerade krass im Nachteil. So, was machen wir? Ich fahre, glaube ich... Die Map hatte ich auch schon mal. Ich fahre einfach da stumpf vorne da in den Busch rein. Und werde dann mal ein bisschen sneaken. Und Ausschau nach Gegnern halten. Okay. Lass die Spiele beginnen. Auf geht's! Ach guck mal, jetzt habe ich 5 Schüsse. Gerade hatte ich mal nur einen. Oh Junge! Was ist denn mit dir los? Krass. Ich fahre jetzt hier ganz stumpf einfach. So. Ihr könnt kommen. Ich bin bereit. Ich muss daran denken, dass ich jetzt 5 Schüsse habe. SOS, was macht der da?
Spot? Spot? Wen hat er gespottet? Hätte er noch gar keinen gespottet. Oder hinten? Jetzt bin ich gespottet. Muss ich mich mal verpissen hier. Kann ich den da vorne irgendwo sehen? Muss eigentlich da hinten sein. Okay, der ist kaputt. Jetzt da vorne. Boom! Der geht da down! Das gemacht den Schaden, ey. Erwische ich den da so? Nee. Den auch nicht. Hier vorne steht auf jeden Fall einer irgendwo. Da auch nicht. Hm. Die stehen alle hier hinterm Berg. Leider nicht ran. Oder kommt der jetzt raus? Der ändert nur noch 1%. Krass. Kommt raus, ihr Schweine. Was macht der denn da? Der fährt die ganze Zeit hier vor und zurück. Oh, den kann ich erwischen. Oh nein, nicht mehr. Komm wieder zurück. Komm wieder zurück. Ja, ja, ja. Hätte sich den jetzt verpinkelt. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging nicht durch. Der oh, auf 3%. Auf 3% haben wir ihn. Ist auch noch irgendwo einer, wo ist der hin? Ja! Wir haben sie. Nachladen auf C. Oh, da kommt auch ein. Hä, warum fährt der denn so super schnell? Was ist mit dem los? Ach, guck mal hier. Kaputt. Nice. Hab ich ihn zerstört? Irgendwie ist das hier wie Tonto umschießen. Ich stehe einfach und kann ballern. So, weißt du, die fahren hier. Wir fahren hier einfach hin und her und ich stehe hier und schieße. Ich stehe noch in Führung, das ist ganz gut. Das ist wieder einer. War das, war ich das? Nee. Ich glaube, ich komme nicht so weit. Da ist noch einer. Boah, schöne Dinger. Komm, jetzt rück ich mal vor. Das offene Feld macht es aber doch nicht so viel Sinn. Oh, sieht der mich? Ich glaube, der hat mich im Blick so. Okay, der geht auch gleich down, glaube ich. Oh, einer kommt von hinten hier. Verdammte Axt. Der will unsere Basis erobern. Das sehe ich ja jetzt erst. Oh. Da müssen wir hin. Wie kann ich jetzt hier markieren? Das schafft er nicht. Das kriege ich ja nicht hin. Das ist ein kritischer Treffer. Der ging nicht durch. Der ging nicht durch. Wir haben gewonnen. Yes. Aber ich habe irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass die Waffe jetzt nicht so krass ist. Oder ich habe immer nur ja von der falschen Seite geschossen, sag ich mal. Also von das. Oh, guck mal, ich habe aber doch ein bisschen was habe ich gemacht. Schaden durch Aufklärung. Samtschaden.
36 Gesamtschaden. Habe ich sogar einen Kill gehabt? Habe ich jetzt gar nicht gemerkt. Ja, guck mal, ein Kill. Ist doch ganz nett. Was ist das hier? Schaden verursacht an Gegnerfahrzeugen. Okay, 71 ist jetzt nicht viel. Der war ja krass. Was hat er denn für ein fettes Ding? Ich brauche einfach einen dicken Panzer. Ich brauche einfach einen richtig, der richtig Bumm macht. Sowas brauche ich. Deswegen muss ich jetzt weiterspielen. Nein, ich glaube, das war's erstmal für dieses Let's Play. Ich bin sehr zufrieden. Beim nächsten Mal werden wir nochmal ein bisschen hier rumforschen. Ja, doch, ich bin sehr zufrieden. 2 Wins. Obwohl ich nicht so viel Punkte gekriegt habe, weil ich halt nicht so viel Schaden gemacht habe. Aber ist egal. Ist kein Thema. 2 Wins sind 2 Wins, sag ich mal. Und ja, ich würde mich freuen, wenn es euch auch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch oder lasst sogar ein Abo da, wäre super. Und da ich da jetzt eine Reihe von mache, werden wir uns beim nächsten Mal einfach wiedersehen, würde ich sagen. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf, macht richtig Spaß. Bis dahin bleibt mir immer nur zu sagen, bleibt sauber, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.